Dich sehe ich. Und dann blups runter. Das macht. Das Spiel macht jetzt irgendwie keinen mehr Angst. Das ist eigentlich nur noch Action. Warum? Wo sind die ganzen Horrorstellen? Ich habe 360, 380 Schuss. Benutze mal ein bisschen hiervon. Oh, Hacken. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch neu verdrahtet werden. Was? Ich habe dir nicht verstanden. Nichts. Nichts. Komm schon, den letzten schaffe ich noch. Ja. Geschafft, ich habe das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Okay. Komm, ich bin dahin. Ist die Frau wahnsinnig? Die will mich überfahren. Oh! Zeigt er sein Hinter. Komm her, komm her, komm her. Wohin? Hier rauf? Das erinnert mich so sehr an Resident Evil 4. Das ist hier viel zu eng, das Gebiet. Diese kleine Arena. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Huh! Oh, ich bin fast in die Bohre reingelaufen. Was ist mit anzukotzen? Ich weiß gar nicht, wohin ich mich stellen soll. Immer schön gucken, gucken. Oh, da hinten. Da ist noch mehr. Oh, ich höre die Babys. Babys? Weg mit hier. Nimm das mit, Isaac. Das war gut, das war erfrischend. Ja, ihr seid. Ah, Mist. Du kleine Ratte, du hast Glück, dass du weg bist. Sorry. Da ist einer links. Oh. Schieß, Isaac. Ja. Oh. Oh. Vier habe ich noch. 14. Dumme Frage, alles okay bei ihm? Ich sehe da hinten noch mehr. Isaac, keep das auf. Ich habe mich geheilt ausgesehen. Was ist das hier für eine Party? Wow. Zwerge. Oh.
Nein, Isaac, nicht jetzt nachladen. Oh. Nein, ich hab da was übersehen. Ah, Mist. 9 Schuss. Weg mit dir. Die hätten hundertprozentig bei so einer Hektik irgendwo Powernotes verstecken. Ich hab die nicht. Ey, auf mit Fleisch nach mir zu schmeißen. Hier. Also Stasis lädt sich doch ziemlich schnell auf. Ich glaube, ich habe kein Päckchen verbraucht bis jetzt. Also ich habe es nicht gemerkt. Ellie? Oh, ich wollte gerade zu ihr hinlaufen. Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? 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 Er hat nur 4-mal Ellie gesagt, ich habe mitgezählt. Und aber da stand 5. Stand 5-mal Ellie. Unwichtig, aber egal. Ich hab's herausgefunden. Klopf, klopf. Wer ist da? Jetzt auf dem Comment-Bereich schreiben. Euren Joke dazu. Aber ich möchte was Gutes hören. So wie das hier. Wir können unsere Blessuren später vergleichen. Echt? Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Isaac, kannst du nicht runterspringen? Ey, wo laufst du? Kapitel 13, mehr als ein Kapitel. Mehr als ein Dead Space. 1. Echt, Isaac, du bist ja. Ellie verliert dein Auge und du weinst, weil du da auf den Bauch geflogen bist. Ist der kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich. Wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt einen Systemcheck. Ja, ich gehe ganz absichtlich nicht dorthin, wo der Weg das wo der Ort oder um dieses Ortungsgerät mir den Weg zeigt. Nichts Deutsches sein, egal. Ihr verstehen. Powernote hier, Aspirin für Isaac. Ich habe so viel Schläge, ich habe ziemlich viele Schläge kassiert, aber das Rig sieht auch immer ziemlich schön aus. Moment, man muss hier links. Ja. Munition technisch, Line Gun. Nicht sehr viel. Dieses Schiff, das erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 13, diese hässlichen Motorräder. Oh, er liebt sie. Also Ellie würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen. Na, Grey Fox, was ist los? So schnell gibst du auf? Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole.
Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Isaac hat schon voll die grauen Haare. Der Arme, der hat so viel Stress in seinem Leben erlebt. Ich kann nicht. Aber ich sehe den Wirbel auf seinem Kopf. Okay. Teilt mir nur Rattet die Leine, ich will shoppen. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute. Na und? Ich habe 500 Necromorphs hinter mir. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. 25.000! So. Lass mal sehen, was können wir kaufen. Kapitel 13, es kommt mir so vor, als wenn wir uns langsam dem Ende nähern. Das Spiel kann ja bestimmt nicht 30 Kapitel haben. Oder 20. Was denn? Ich muss irgendwas kaufen. Ich möchte gerne Power Notes noch kaufen, aber ist zu teuer. Ihr müsst einmal zusehen. Ich will unbedingt den Rabatt, ist verständlich. Es dauert ein bisschen, dieser Wechsel, aber ich hoffe, man kann ihn bestimmt nicht überspringen. Ihr könnt ja vorspulen, diese 10, 20 Sekunden. Ich will nur ein paar Sachen kaufen und dann wechsle ich wieder den Anzug. Oh, Isaac gibt dir die Kugel mit dem Anzug. Und dann auch diese Bombermusik. So ein Teil. So, na endlich, jetzt kann ich ein paar Sachen mehr kaufen. Was brauche ich? Ich brauche eine Menge Line Racks. Habe ich gar nicht, dann kaufe mir Line Racks. So. So. Noch ein. Und ich wechsle das wieder. Ist ein bisschen Zeit. Vergeudet ein bisschen Zeit. Aber egal. 10% spare ich. Power kostet 10.000. Ich habe mir gerade 3 Stück geholt. Oder ich habe mir, glaube ich, davor 50 noch gekauft, als ich den vorherigen Anzug anhatte, diesen fetten. Da habe ich auch bestimmt noch 5 Power Notes gratis dazu bekommen. Und ist ja halt Großeinkauf. Da ist auch schlau, Rabatt zu kriegen. Und seht ihr, er hat auch mit dem Kopf genickt. Ja, er hat ja gesagt. Das Inventar sieht jetzt gut aus. 25 Schuss. Speichern. Ja. Gut. Gucken wir mal, was jetzt abgeht. Wo muss ich? Scheiße. Kein Wegpunkt. Was zum Henker? Verdammt. Das finde ich nicht lustig. Egal. Dann machen wir das instinktiv. Laufen wir alle einfach irgendwo hin und ballern auf alles, was uns in die Quere kommt. So wie das hier. Earth. 3000 Kilo nur? Isaac, mit dem Anzug wiegst du doch viel mehr. Das ist doch nur Metall. Da sehe ich was Nettes. Stasis. Stasis-Flasche. Was ist hier los? Oh, du Ratte, spuck da von da hinten nicht an. Und wieder höre ich mich an wie so ein gebratenes Ei. Nein. Nein. Achso, ich komme gar nicht an.
Moment mal. Du kommst mir genau richtig. Da hinten liegt noch ein so ein Teil. Ich will nicht hier rauslaufen. Ich höre die ganzen Viecher. Deshalb. Dann komm mal her. Zwei Babys. Ihr bleibt stehen. Moment mal, das Baby ist doch schwarz, oder? Du bleibst auch stehen. Das ist bestimmt dein Baby. Spitter. Nee, nee, nee. Der ist weggesprungen wie Spider-Man. Der hat im Nachhinein was rausgeschmissen. Das können nicht alle gewesen sein. Das ging viel zu leicht. Ich bleib hier schön in der Ecke, da kann mir nichts passieren. Oh! Hackerstation! Um dich kümmere ich mich gleich, aber ich höre die anderen Viecher. Irgendwas sagt mir, wenn ich an diese Hackerstation gehe, werde ich sofort angegriffen. Oh, ich sollte mich lieber heilen. War doch klar. Du bleibst stehen. Das wäre schlauer, den anzugreifen. Gut, ich habe eine Pause gemacht, weil jetzt das schwarze Bild kam. Ich habe den anderen den Kopf weggehauen. Was hattest du für mich? Medium Medpack. Darf ich jetzt vielleicht hier ran, an die Hackerbox? Das wäre nett. Oh nein, ich höre die Skorpione. Beeil dich, Isaac, beeil dich. Schnell, schnell noch den dritten. Hallo? Das war knapp. Hier weg, ich sehe die sogar. Hey, drei Kameras. Jetzt haben wir wirklich hier Metal Gear Solid. Laufen wir auch so, spielen wir auch so. Auch nur Chefgranaten, um die auszuschalten. Da oben sind die anderen. Da hinten sind welche. Die haben alle Schilder. Spielen wir jetzt hier Counter-Strike? Erstmal Waffen nachladen. Ich will da nicht hin. Irgendwas sagt mir, dass die... Ach, die gehören bestimmt zu Tideman, die Ratten. Er hat hier 200 Soldaten. Kann ich mich irgendwo verstecken? Nee, da ist keine Mauer. Ich weiß nicht, ist das eine Mauer? Wie es aussieht, ja, hopp, das Idiot, da führt ihr einen Weg hin. Gehen wir erstmal vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nein! Nee. Werkzeug, das sind meine Waffen. Oh! Was war das denn? Oh, da hat jemand was Tolles vergessen. Feuer, was war das? Das war doch kein Kommentar.